So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Chrono Trigger. In der letzten Folge hatten wir einen Roboter-Boss beseitigen können. Und wir fanden natürlich die Wahrheit, was daraus geworden ist mit der Zukunft der Welt. Und ja, natürlich von einem Parasiten namens Lavos hatte natürlich im Jahre 1999 die Welt zerstört. Und so wie es aussieht, sind wir jetzt nun, in der Zukunft. So wurde auch die Zukunft leider zerstört und die Menschheit total in Verhungerung und Erbitterung und Hoffnungslosigkeit hier gestanden. Und es steht schon draus, wir sind im Jahre 2300. Also fast 500 Jahre vor den Ereignissen der Zerstörung der Welt. Und ja, ich schaue jetzt mal nach, was jetzt hier in der Kanalisation so gibt. Denn wir waren jetzt noch nicht dort drin gewesen. Banditen, muss Herrn Kriechrich berichten. Mal sehen, was hier so Interessantes gibt. Hier gibt es auch einige Gegner, die uns ziemlich helfen könnten, damit wir ein bisschen leveln können. Ja, da gibt es auch ziemlich böse Attacken, die drauf haben. Oh, eine Wasserattacke auch noch bei sich. Mal schauen, was jetzt hier so Großartiges gibt. Aber ich glaube, wir werden jetzt nur ein bisschen umgucken. Aber da werden wir dann später nochmal rüberkommen. Hier gibt es noch ein paar Gegner, aber die werden wir dann erst später diesen Dungeon machen, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht so sehr bereit für diesen Dungeon. Aber da werden wir auch später rüberkommen, in Zukunft. Und Chrono hat jetzt wieder mal nur ein Level Up, das ist ja mal supidubi. Wir wollen jetzt natürlich jetzt hier drüben gehen, und zwar nach Lab 32, mal sehen, was hier abgeht. Und so wie es aussieht, ist es wieder so eine Art kleiner Gebiet, wo wieder wahrscheinlich Gegner auftauchen. Aber mal sehen. Hier ist ein Tonic Matt hier versteckt. Und da ist natürlich dieser Jet-Ski, den wir brauchen. Oh, wieder mal Gegner. Jetzt mal wieder mal Kampf-Action. Stehen bleiben. Hey, es ist der Mann. Danke, danke. Ich bin Applaus gewöhnt, Baby. Der Mann. Für Lebensformen wie euch bin ich Johnny. Jetzt spitzt die Ohren. Ein Teil eines alten Highways führt durch diese Ruinen. Interesse an einem Rennen? Nimm diese Düsenmaschine und kneifen gilt nicht. Weißt du, wie es geht? Obwohl ich es schon weiß, lass uns weiter doch dir noch erklären. Also hör zu. Gas wird automatisch geregelt. Wir fahren also nur schnell. Lenke mit dem Steuerkreuz und drücke B für den Turboantrieb. Du kannst den pro Rennen dreimal benutzen. Und dazwischen muss er sich kurz aufladen. Unten im Bild siehst du deine Position. Nun zeig, was du drauf hast, Baby. Ja, der scheint wohl jetzt eher ein ganz chilliger Dude zu sein. Und jetzt geht's wahrscheinlich mal richtige, gute, alte F-Zero-Action. Es hat auch natürlich eine Ähnlichkeit mit Zero. F-Zero. Natürlich müssen wir Erster sein. Und wir dürfen uns bloß nicht hinten rammen lassen. Natürlich müssen wir auch mit dem Turbo jetzt richtig aufpassen. Und unten ziehen müssen wir auch schon. Natürlich, wenn wir jetzt verlieren, haben wir noch wieder eine neue Chance. Ah, leider haben wir verloren. So ein Dreck. Ja, ich hätte wirklich den Turbo einsetzen sollen, dann hätten wir gewonnen. Du bist unfähig. Gib auf und geh nach Hause. Ha, Verlierer. Man kann darüber laufen, durch die Stadt der Monster. Komm wieder, wenn du es drauf hast. Nee, wir machen weiter. Zweiter Versuch. Was passiert dann, wenn wir verlieren? Also, er wird uns nur blöd beleidigen.
Aber ihn zeigen wir schon. Natürlich, Johnny ist ein Roboter, der eher wie ein Motorrad aussieht. Obwohl der einfach der coolste Charakter ist, einer der nettesten Charaktere ist. Nur leider hat er nur hier einen Auftritt. Also der ist natürlich kein Gegner. Oh, so knapp. Der zweite Versuch ging mal wieder mal am Arsch vorbei. Ja. Kannst mich ruhig als Verlierer bezeichnen, aber ich werde es nochmal versuchen. Erstmal Konzentration hier. Natürlich, wenn er uns rammt, kriegen wir extra einen Schub. Aber wir dürfen uns bloß nicht rammen lassen. Von der Seite oder von vorne. Lass mich ja durch hier. Na bitte, geht doch. Der dritte Versuch hat ja doch geklappt. Ganz knapp war das gewesen. Nun geht unsere Reise weiter. Da hat man echt einen F-Zero-Feeling hier. Du schlägst nicht? Unglaublich, aber ich werde viele Revanchen haben. Komm nur, wenn wir rasen, Baby. Ja, also da will uns jederzeit wieder ein Rematch machen. Also man kann jetzt wieder nochmal neu machen, aber da ändert sich ja rein gar nichts. Aber jetzt müssen wir jetzt mal zum Dom gehen, wo wir letztes Mal gehen müssen. Und zwar hier an der Protokuppel. Und da werden wir wahrscheinlich etwas entdecken. Ein paar Roboter, aber das ist jetzt nicht alles, aber vielleicht einen neuen Gefährten. Dann gehen uns jetzt einen Elektroschock ab, aber das juckt uns nicht. Bald wird es dann bald Schluss sein mit dem Elektroschock hier. Die Ziffer haben ja sowieso nur 100 Hitpoints. Die kennen wir sowieso jetzt vom letzten Mal. So, tschüss. Das ist ein sehr guter Treffer von Mal. Dann haben wir noch mehr von unseren Robotern, von unseren Blechbüchsen. Aber die werden wir dann locker in die Haie schicken. So, Feuerwirbel. Einmal kurz heilen, für dich selbst, mal. Ah, das ist ein sehr guter Crit von Chrono. Ah, die geben wieder mal einen Elektrostoß. Aber das kitzelt. Luca bekommt jetzt ein Level Up. So, da gibt es wieder mal einen Energon, den wir uns wieder nutzen können, um uns aufzufüllen. Wie nett und schön, aber der Hunger bleibt. Wollte ich schon, ich habe hier in Wirklichkeit keinen Hunger. Und da treffen wir. Da sind wir natürlich ein Roboter.
Was ist das? Es ist mitgenommen. Scheint aber ein humanoider Roboter zu sein. Faszinierend. Vielleicht kann ich ihn reparieren. Was? Und wenn er uns angreift? Das wird er nicht. Versprochen. Maschinen sind nicht böse. Aber Menschen können sie böse machen. Luca, hast du etwa Mitleid? Lass mich arbeiten, okay? Sie repariert jetzt den Roboter. Ob es dann wirklich unser Gefährte wird oder Feind. Mal sehen. Die Tür rührt sich nicht. Gut, das ist alles. Ich gebe ihm jetzt mal Saft. Guten Morgen. Guten Morgen, Herrin. Was ist Ihr Befehl? Ich bin nicht eine Herrin. Ich bin Mal. Das ist Chrono. Und Luca. Hier hat dich repariert. Verstanden. Fräulein Luca hat mich repariert. Nun, Luca reicht völlig. Negativ. Das wäre unhöflich. Schau, ich hasse solche Förmlichkeiten. Du nicht auch mal? Aber klar. Ich verstehe, Luca. Na also, und was ist mit deinem Namen? Mein? Ah, meine Seriennummer. Sie lautet W-66Y. R-66Y? Cool. Nein, das geht gar nicht. Los, Chrono, geben wir ihm einen gescheiten Namen. In Wirklichkeit nennt er sich Robo. Es ist auch natürlich von Square natürlich auch so eingebaut. Er hat keinen anderen Namen. Also lassen wir ihn auch so. Er heißt natürlich auch Robo, also werden wir auch ihn Robo nennen. Robo. Robo. Perfekt. Dein neuer Name ist Robo, okay? Ich bin Robo. Daten gespeichert. Hey Robo, warum sind hier keine Menschen? Was ist hier passiert? Es gab viele Menschen und andere Roboter in dieser Gruppe. Ich glaube, etwas Schreckliches ist hier passiert. Es scheint es jedenfalls. Aber wie kommt es da... Es, dass ihr überlebt habt. Wir kamen durch ein Zeittor aus dem Jahr 1000. In der Ariskuppel finden wir heraus, dass hier ein Tor sein soll. Auf der Suche danach haben wir dich entdeckt. Aber die Tür zu den inneren Räumen ist dummerweise verschlossen. Kein Wunder, ohne Strom. Gehen wir zur nördlichen Fabrik. Ich kenne das Sicherheitssystem und kann den Generator dieser Kuppel aktivieren. Was würdest du tun? Ja, da ihr mich repariert habt. Aber der Generator wird nicht lange arbeiten. Jemand muss zurückbleiben und die Tür öffnen, sobald er läuft. Ich bleibe, oder mal. Wer bleibt? Nun, wir können uns entscheiden. Entweder mit Mal oder Luca. Nun... Ich würde Mal mitnehmen, weil sie ist natürlich auch sehr gut beim Heilen und so weiter. Ich weiß ja, Luca könnte ja auch ein bisschen mehr Level Up bekommen, aber Mal braucht jetzt auch ein Level Up. Das haben wir noch nicht übrig gemacht. Okay, sei vorsichtig, Chrono. Aber ja, wir haben jetzt Luca mitgenommen. Wir können auch jetzt auch ändern. Es ist so langweilig. Darf ich anstatt Luca mit? Ja, wir können auch ändern. Du bleibst schon mal da, Luca. Inzwischen schauen wir mal, wie sieht's levelmäßig aus. Ja. Also Mal hätte definitiv ein Level-Up verdient. Und auch Robo ist jetzt auch im selben Level wie wir, aber ein Level runter.
Ich habe Robo eher selten genutzt in meinem privaten Playthrough. Auch in meinen, auf der DS-Stream mit meinen Freunden damals. Was leider auf Englisch war. Und Robo war ja meiner Meinung nach nicht so sehr nutzvoll, aber trotzdem ist er bei Sidequests und anderen Dingen auch sehr wichtig. Nun gut, gehen wir jetzt mal in die Fabrik und aktivieren mal den Generator, um die Tür zu öffnen. Natürlich brauchen wir Robo, um weiterzukommen. EBS-Sicherheitssystem 00 auf. Und da treffen wir jetzt einen weiteren Gegner. Mal sehen, was er hat, und zwar Kraftstrahl. Das ist natürlich eine Attacke, was natürlich die Attacke ist... Normale physische Attacken machen ja etwas Besonderes, also keine Sorge. Nur die halten aber sehr viel aus. Aura-Strahler gelernt. Das ist natürlich für Robo. Und ja, das sind auch wieder mal diese Geziefer. Früher heißen die Ziefer. Machst mal schön mal einen Raketenpunch. Oh yeah. Machen wir mal einen Platt. Aber Robo hat ja richtig viel Hitpoints, genauso wie Chrono. Obwohl Robo einer der besten Charaktere ist, den ich gerne mochte. Aber ich habe ihn kaum in den Abenteuern von Chrono Trigger genutzt. Aber wen kümmert schon? Gehen wir mal jetzt hier runter. In den linken Raum. Hier gibt es noch etwas Interessantes. Zum Heilen hier. Da ist natürlich jetzt die Unterkunft ziemlich günstig hier. Und da gibt es wieder mal 2 bis 3 Kinder. Saura und Artisch. Ich weiß nicht, wie die da in der Steam-Version heißen, aber die haben immer verschiedene andere Namen. Das wurde in der Fan-Übersetzung von Manu Löwe irgendwie abgeändert. So, machen wir mal jetzt schön mal Aura-Strahl. Und Robo wird jetzt nochmal verstärken. Die Heilung. Mit Aura-Strahl ist es natürlich mit Mal und die anderen. So. Die physischen Attacken machen jetzt nicht so viel Besonderes, aber Zyklon ist irgendwie mehr effektiver. Laserwirbel hat er jetzt erlernt und Mal kommt jetzt einen neuen Level ab und Robo lernt Rocket-Rolle. Raketenrolle. Unterkunft haben wir da gefunden. Luke öffnen. So. Was haben wir jetzt gebraucht? Hier geht es natürlich nach unten jetzt diesmal. Früher ging es ja nicht weiter nach unten. Also, hier kommen wir leider nicht weiter. Okay. Hier haben wir jetzt ganz nach oben und nehmen wir mal den rechten Aufzug. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich dann erst im nächsten Part weitermachen, weil der Part wird eh schon wieder lang und die Gegner respawnen sich wieder. Aber die Geziefer sind ja sowieso nicht so starke Gegner. Nur wir müssen dann aufpassen, dass wir wahrscheinlich noch stärkere Gegner bald treffen werden. Hier noch in der Fabrik. Und das wird auch in der nächsten Zeit
in Chrono Trigger auch immer wieder passieren, dass wir stärkere Gegner treffen werden, die ziemlich hardcore sein werden. Und so gibt es hier noch eine Fließband-Level hier. Da gibt es nichts so sehr Besonderes hier, aber vielleicht finden wir was. Und wo wir jetzt wieder hingeschickt. Ja, da gibt es auch immer ein paar Gegner, die etwas stärker sind, aber je mehr Leveln wir machen, desto besser. Proto 3 Roboter sind ja nicht so schlimm. Weil die halten ja nicht so vieles aus. Wieder mal ein Crit. Dann geht's mal wieder weiter. Jetzt gibt's ein paar Gegnerkämpfe. Auch besser zum Grinden. Aua. Und nun der andere. Der Proto 3 hat es noch überstanden. Aber die Gegner sind ja nicht so stark wie damals. Hier jetzt noch nicht, aber erst im späteren Verlauf des Spiels. Inzwischen können wir jetzt noch in Ruhe trainieren. Denn besser trainieren wir, als einfach nur so rumzutrödeln. Und einfach planlos gegen den Boss zu kämpfen. Mal sehen, ob es hier noch einen Boss gibt. Ja, das ist einmal schon eine heftige Attacke. Wieder mein Elektroschock verpasst. Oh nein, Robo ist bald am Sterben. Im letzten Moment noch gerettet. Bald muss jetzt bald Schluss sein hier. So, ein kleiner Zwischenstopp. Können wir nicht dorthin springen, aber was soll's. Ist noch ein Äther hier versteckt. Nice. Ja, da haben wir jetzt keine andere Wahl, als gegen die zu kämpfen. So. Hier ist leider nichts zum... Hier mal. Schauen wir, was hier drin ist. Oder eher bei einer Sackgasse zu sein. Da gibt es keinen Weg. Aber ich weiß, da ist noch irgendwo ein Weg. Muss ich nur rum mit den
Steuerkreuz rumarbeiten. Oder habe ich mich da geirrt? Ich war letztes Mal dort in meinem Steam-Version dort drüber gekommen. Okay, nevermind. Vergessen wir das. Gut. Ich habe nur halt versucht, weiterzukommen. Also es aussieht leider doch nichts. Gut, ich habe jetzt nur kurz umgeguckt, aber... mal jetzt weiterkämpfen gegen diese Roboter. Die respawnen sich immer und immer wieder. Also da wird sich leider nichts ändern. Großartiges. Aber besser, wir tun jetzt mal schnell trainieren, damit Mal und die anderen auch jetzt ein bisschen was Level Up bekommen. Besonders Robo braucht jetzt auch ein Level Up. Vielleicht werden wir auch noch einen häufiger nehmen. Beim letzten Mal hatte ich ihn selten genutzt. Nur bei den Sidequests war er nur nötig. Aber wenn man so gut mit Robo auskommt, dann halt könnt ihr es ruhig machen. So, steht da drauf im Schild. Links Labor, rechts Fabrik. Achtung, Fließband die Fabrik nicht abschalten, ansonsten Sicherheitssystem aktiviert und Gefahr für Personal. Dann schauen wir mal, was es hier unten gibt. Ja, da können wir mal speichern. Wir werden es im nächsten Part weitermachen. Sollten wir mal schön uns aufheilen für den nächsten Part. Na dann, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, nichts vergessen, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Chrono Trigger. Bis dann und ciao, euer Red Pocketendo.